jetzt haben wir es uns hier nach den stressigen Nerd-Suchereien hier mal gemütlich gemacht im Maritim-Hotel mit Blick auf den Dom. Du bist hier promomäßig ja unterwegs gerade, während wir den Dom gezeigt bekommen. Du bist promomäßig unterwegs. Was hast du heute noch so erlebt? Heute gab es ein paar Interviews, ein paar Phoner, wie man ja auch sagt. Das heißt Telefoninterviews, dann normale Interviews. Dann hatten wir zwei Geschichten fürs Fernsehen. Und jetzt ist es halt so, dass wir jetzt hier wieder hier sind und gerade, wie man ja auch sieht, hier an unserem Outfit ein bisschen Wellness mal gemacht haben. Sag ich mal, im Maritim-Hotel muss man ja auch mal loben, das Hotel. Da gibt es einen sehr schönen, großen, großzügigen Pool und schönen Saunabereich. Also die Dampfsauna hast dich sehr gut geschlagen gerade. Ne? Und immer noch. Ja, genau, stehe immer noch voll unter Dampf. Ja, und deswegen wollte ich jetzt einfach sagen, okay, sind wir hier bei Jack Black, kann man ja mal rüberschwenken, in seinem Hotelzimmer, also was natürlich eindeutig kleiner ausfällt als mein Hotelzimmer. Als die Chefsuite. Ist natürlich klar, aber ich frage dich, Sekt oder Weißwein? Selters. Ja, nee, deswegen, also wir haben halt keinen Grund für Selters, weil wir gerade die unseren Chart-Einstieg erfahren haben, aber dementsprechend gibt es entweder Wein oder Sekt. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Auf euch. Auf Hip-Hop. Einfach mal sagen, auf hiphop.de auch mal. Ne? Ich würd eher sagen, auf einen wunderschönen Chart-Einstieg von einem Hip-Hop-Album mal wieder. Was sehr krass ist. Ja, ne? Also Hip-Hop machen wir jetzt mal wieder geil. Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Ich brauch mehr Milch, Mann, give me some more. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDR. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was am Papa kommen sieht. Ziemlich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Über die zwei Jahre, oder zweieinhalb Jahre Albumproduktionszeit haben wir gestern schon ein bisschen gesprochen. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen näher auf die Tracks eingehen. Doch hier, das ist ein bisschen größer geschrieben. Ja, stimmt, ja, weil ich ja auch generell ein wenig blöd auf den Augen geworden bin. Welcher Track war der erste, den du so fertig hattest von den 12? Fertig kann ich dir hundertprozentig nicht sagen. Ich weiß nur, welchen ich, also mit welchen Songs es angefangen hat. Der allererste Song für die Platte war Amys Weinhaus, den ich geschrieben habe. Und der zweite Song auf der Platte war Sekundenschlaf, den ich geschrieben habe. Ich will hier weg, weg, jeden Tag das Gleiche. Der Punk in mir versteckt hinter Nadelstreifen. Der Tisch gedeckt mit Porzellan aus Meißen. Vater auf dem Königsstuhl und Mutter am Serviettenfalten. Täglich ne Ewigkeit, den Gehweg vom Schnee befreien. Die grüne Tapete beißt, der Sittich geht im Käfig ein. Dann lass uns auf die Tracks an sich mal eingehen. Über Verstrahlt wurde schon so viel gesprochen. Man kann es mehrfach auslegen. Hast du dabei bei der Dimension Frau irgendwie eine bestimmte Frau im Kopf gehabt oder sowas? Nee, das habe ich auch. Ich habe genauso wie alle darüber diskutieren, habe ich auch. Oder welche Droge du im Kopf gehabt hast. Genau, also das ist natürlich wechselnde Beziehungen, die man ja hat. Und nee, also das ist auf jeden Fall auch genauso wie es beschrieben ist, ist es halt auch. Und jeder kann sich da einen Teil denken, den er für richtig hält zu denken. Wenn einer denkt, es geht um Drogen, dann geht es um Drogen. Wenn einer denkt, es geht um eine Frau, geht es um eine Frau. Wenn einer denkt, es geht um den neuen Opel Astra, dann geht es um den neuen Opel Astra. Also es ist komplett frei und genau so habe ich mir das auch gedacht. Ich finde einfach Songs geil, die einfach so eine Interpretationsfreiheit lassen. Irgendwie, das ist irgendwie sehr spannend und so eine Songs haben immer eine Länge und eine haben eine lange, lange Dauer, Haltbarzeit auf jeden Fall. Und das ist halt irgendwie, das macht man nicht aus, wir machen jetzt mal was haltbar bleibt, indem wir nicht ein Ende offen lassen oder um was es geht, das ist halt der Quatsch. Ein Song entsteht ja einfach so durch einen Ausbruch. Und ich glaube, der Song, also, wo der Song noch nicht verstrahlt hieß, hieß er Agatha Crystal. Also da kann man ja schon sehen, was wir da vielleicht so ein bisschen gedacht haben, aber irgendwie war es dann auch ganz schnell wieder vorbei. Konnten wir ja nicht nehmen, leider. Masi könnte sowas vielleicht machen. Masi hat es natürlich gemacht, ne? Masi hätte es gemacht. Masi schleicht sich auch immer wieder zwischendurch ein. Geht auch gar nicht anders, oder?
Nee, das geht nicht anders auf jeden Fall. Also es ist ja natürlich so, dass er ja natürlich auch eine komplette Feature-Strophe hat auf Veronal auf der Platte. Und was aber nicht mehr beisteht, weil es ja auch bei dem Masi-Album niemals Featuring Materia stand. Und weil jetzt viele gesagt haben, auch in so Masimoto ist ja gar nicht dabei. Masimoto ist in fast jedem Song irgendwie dabei. Und es ist aber eine Materia-Platte und das ist auch cool, das hat er zu akzeptieren. Und trotzdem hat er natürlich seinen Platz und sein Feature. Das ist eine klassische Platte und er reiht sich da zwischen Peter Fox und Jan Delay in eine Feature-Liste ein. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und wahnsinnig. Mhm. Und bald hat er dann wieder kann er wieder zeigen, was er drauf hat, was er für Skills hat. Ja. Oh. Ey, Masi, ey, das ist cool, dass du gerade da bist, weil das ist der fetteste Track aller Zeiten. Ist klar. Fetteste Track aller Zeiten ist von Weather Girls. Mann, Mann, Mann. Oh, hier der von Mando Diao, der Sänger, oder was? Masi, alles klar? Logisch. Oh. Jan Delay fährt nur alleine Fahrstuhl. Fahr bitte, sag niemand, dass du hier warst. Ach komm, hör auf. Wie hat sich der Track entwickelt? Wahnsinnig, also als allererstes stand das Wort. Also Amys Winehouse war klar, es war für mich so, okay, ich hab einfach nur einen Buchstaben umgedreht und dann war es Amys Winehouse und dann war sofort das Bild von einem Haus, wo Männer hingehen und weinen. Mhm. Sozusagen wie ein Bordell, nur dass man fürs Wein bezahlt wird. Und dann war das eigentlich erst witzig und dachte, das wird ein witziger Song. Und dann hat man aber gemerkt während der Phase, dass es doch gar nicht so witzig ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass eine wahnsinnig hohe Anzahl, und zwar fast 40% der Männer in Puff gehen, nicht um einen wegzustecken, sondern um wirklich zu reden. So, und ihr Ventil, ihre Luft rauszulassen, was sie irgendwie, um sich auszuheulen, was sie in ihrem Job nicht können oder was sie zu Hause bei ihrer Familie nicht können. Und dann hat man gemerkt, okay, wenn man dann so krasse Schicksalsbeispiele nimmt, irgendwie, wie es auch in diesem Song ist, mit zwei Personen, denen es nicht gut geht und die einfach mit ihrem Leben irgendwie nicht klarkommen und dann da ihren Trost suchen, so merkt man halt ganz schnell, dass es doch gar nicht so witzig ist, obwohl der Track, es ist halt ein bitterböser Song wieder mal, genauso wie mache ich dir das klar oder so, ja. Aber trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen Witz und Humor mit drin steckt natürlich. Du bist einsam und allein, ich lade dich ein in Amys Weinhaus. Komm zu Amy, trink mit Amy, schlaf mit Amy, hab Spaß mit Amy. Du darfst alles sein bei Amy, denn du darfst weinen bei Amy. Komm zu Amy, trink mit Amy, schlaf mit Amy, hab Spaß mit Amy. Du darfst alles sein bei Amy. Denn du darfst weinen bei Amy.